Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Cattle Crops hier auf meinem Kanal. In der letzten hatte ich ja hier begonnen, die Wiese zu mähen. Ich habe das Ganze jetzt geschwadet mit dem Glasliner 2700. Jetzt geht's zurück zum Händler. Dort leihe ich mir den Silage King, heißt sie glaube ich jetzt. Und dann werde ich das Ganze hier einsammeln und ins Silo fahren. Ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, wie ich das dann im Silo breitschiebe, allerdings noch keine konkreten. Vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass ich es erstmal alles hochfahre ins Silo, dort abkippe, um dann im Anschluss höchstwahrscheinlich mit einem gekauften Silageschild, mit dem kleinen, das Ganze platt zu fahren, beziehungsweise eben ja, ordentlich zu verteilen im Silo und dann die Verdichtung zu erreichen, die wir brauchen, um das Ganze dann einsilieren zu können. Den Glasliner fahre ich hier rückwärts einfach mal ran. Und stelle den hier ab. Und dann schauen wir gleich mal rein. Den habe ich schon echt ewig nicht mehr genutzt. Ich denke, eine Stunde soll hier durchaus genügend an Zeit sein. 180 PS braucht der. Jetzt müssen wir tatsächlich mal schauen. Der hat natürlich an sich zu wenig. Ich riskiere es jetzt dennoch. Werde den versuchen einfach nur nicht zu überfüllen. Berghoch werden wir es höchstwahrscheinlich dann spüren. Aber es nützt ja nichts. Ich will mir jetzt nicht extra noch einen anderen Schlepper dafür ausleihen. Für die paar Bahnen. Ich sag mal so, wenn ich noch zwei, drei weitere Felder hätte, dann wäre das sicherlich eine konkrete Überlegung. Häckselklappe können wir schließen, die brauchen wir jetzt auf jeden Fall nicht. Und da schauen wir einfach mal, wie sich das ganze Teil jetzt hier so ziehen lässt. Und ich sagte ja im letzten Video, dass ich durchaus gerne einen ja, kleineren Silagewagen hätte. Einfach, ja, 180 PS braucht der hier, 145 stehen uns zur Verfügung. Einfach um so Sachen ja, zu vermeiden letzten Endes. Ich habe bei dem Schwaden das Field Guided System wieder genutzt. Anfangs, das macht es sich ganz bequem. Jetzt habe ich wirklich sehr, sehr gerade Bahnen hier. Jetzt werde ich das ganze Teil erstmal einschalten. Genau. Tempomat an. Der zeigt hier 10 km/h. Mal sehen, ob wir das halten können. Ich habe oben 3 Vorgewendebahnen und hier unten 2. Wobei die 2 da, also hier rechts von mir, schon eher ja, sehr, wie sagt man, löchrig ist, weil ich die am Ende erst gezogen habe und nicht am Anfang. Das ist mir tatsächlich zu spät eingefallen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier für einen Mix haben. Feldgras zeigt er komplett an, auch wenn das unterschiedlich gefärbt ist. Ich bin sehr gespannt, wie viele Liter wir hier rausbekommen. Ich hoffe auf eine bedeutend größere Menge als beim letzten, denn da hatten wir das ja noch im Status gemäht, als es noch grün war.
ist natürlich diesmal nicht mehr der Fall. Man hätte vermutlich noch ein, zwei Tage warten können, aber da hatte ich ja gezeigt, wäre das Problem mit dem Wetter entstanden. Es soll ja regnen. Und deswegen bot sich das ja perfekt an. Das quasi jetzt gleich zu mähen, schwaden und zu sammeln. Ich bin jetzt ungefähr 1,5 Stunden, Stunde 40 vielleicht schon an der Gesamtarbeit hier an dem Feld. Sprich das Mähen und das Schwaden. Also alles in allem sollte man hier vielleicht mit ja, 3 Stunden, denke ich jetzt, mit dem Fahren vom Feld zum Silo einrechnen. Vielleicht sogar noch etwas länger. Würde ich es zwischendrin verdichten, klar wird es noch länger dauern. Ich werde vorsichtshalber schon mal den Allrad zuschalten, einfach damit wir hier die Grasnarbe nicht runterkratzen, wenn wir jetzt nach oben hin schwerer werden. Einen kleinen Kontrollblick. Ist tatsächlich schon fast 50% des Anhängers gefüllt. Das hätte ich nicht erwartet, wirklich nicht. Und ich werde mal schauen, dass ich ihn spätestens bei 70%, je nachdem, wie die Bahn dann aussieht, entleere. Einfach um die ja, große Masse zu verhindern. Das frische Gras wiegt natürlich mehr, als wenn es Heu wäre, ganz klar. Dann denke ich, da wird es jetzt darauf hinauslaufen, ja, dass ich die Bahn hier noch mitnehme und dann da unten, so hinterm Spiegel, ganz grob geschätzt, da ist noch eine kurze Bahn, da hole ich die noch. Wobei, nee, das mache ich tatsächlich gar nicht mehr. Wird es nur noch die Bahn und dann soll es schon auf den Weg zum Silo gehen. Allrad schalte ich wieder ab. Gott, haben wir mal wieder ein Büschel vergessen. Und dann muss ich schauen, ich denke, wenn es noch mal nötig sein sollte, hier zu düngen, wird es auf jeden Fall, oder nicht auf jeden Fall, höchstwahrscheinlich eine Granulatdüngung. Die Kosten sind natürlich dann um einiges höher. Aber ja, die Überfahrten können wir dadurch reduzieren und auch demzufolge den Bodendruck, als wenn wir hier nochmal mit dem Stapel drüber fahren. Müsste man dann vielleicht immer schauen, ob man die Bahn irgendwie versetzt, dass man nicht immer die Fahrspuren auf dieselbe Stelle bringt. Denn auf Dauer wird es darauf hinauslaufen, dass ja, die Bodenverdichtung in den Fahrspuren extrem hoch würde. Hat, wie ihr wisst, momentan noch keinen Einfluss, aber das wird früher oder später kommen. Und dass man da sagt, wenn wir da den Düngerstreuer nehmen und seinen 42 Meter Arbeitsbreite maximal oder 40 Meter, das ist glaube ich, da tut man der Grasnarbe auf jeden Fall den besseren Gefallen, als wenn man das hier vielen, vielen Tonnen Material wieder bewerkstelligen.
Ich werde jetzt versuchen, an einer Seite erstmal lang zu fahren, um das dort gleichmäßig zu entladen. Das ist natürlich die Frage, was die optimale Entladegeschwindigkeit ist. Da muss ich mich etwas rantasten. Ist natürlich auch schwierig zu sehen. Aber das kriegen wir auch irgendwie raus. Ja, ich hatte schon ziemlich zu schnaufen. Ich hoffe jetzt allerdings sehr, dass die hohe PS-Leistung, die der Anhänger benötigt, nicht auf die Schlepperleistung geht, also beziehungsweise auf den Wartungszustand geht. Nicht, dass wir uns hier mehr oder weniger ein Eigentor geschossen haben. So, jetzt haben wir 30.000 Liter drin. Also das hat muss ich jetzt eingeblendet lassen. Jetzt fahren wir schön am Rand entlang. Und ich will das natürlich nicht vorne in das Rechteck entladen, sondern möglichst hier. Ich habe jetzt kein Tempomat, wie ihr seht, alles mit dem Fußgas. Also man kann das wirklich extrem nebenbei auf die Bremse gleich extrem fein dosieren. Oh, das sieht doch ganz ordentlich aus. Mal schauen, wie das Ganze jetzt in der Außenperspektive anschaut. Ich fahre mal noch aus dem Träger raus. Gucken wir mal. Ja, ziemlich hoch geworfen an die Silowand, aber das denke ich. Ja, das kriegen wir hin. Wie gesagt, ich werde mir höchstwahrscheinlich das Silageschild dann kaufen. Das kleine hier, das kostet 2150 Euro. Schiebeschild zum Aufschieben von Silage, vergütete Schürfleiste, geschlossener Kasten aus dem Schild, auf dem Schildrücken für sehr hohe Verwindungssteifigkeit. 1 Meter hoch, 2,50 Meter breit, ich denke, das ist das Optimale für das, was wir hier vorhaben für unser kleines Silo. Ich werde jetzt noch das Feld quasi absammeln und noch mit hier reinbringen. Wenn ihr Vorschläge und Tipps und Tricks habt, dann immer rein in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.